So, ihr Lieben. Auf geht's. Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Habt ihr Hunger nach dem Wort Gottes? Oh, das ist gut. Ich muss wirklich sagen, dass ich wieder einmal, und Sydney wird lachen, weil er sagt, das sagst du sowieso immer. Ich bin immer überwältigt über das, was der Herr hier tut, auch in dieser Lobpreiszeit. Und so viel, was heute schon gesagt wurde, auch was vorgelesen wurde und auch gerade was Birgit gesagt hat, ist Teil dieser Verkündigung heute. Diese Verkündigung hat mit Lobpreis zu tun. Diese Verkündigung hat mit dem auch zu tun, was Sydney auch vorgelesen hat, wo geschrieben steht, wer den Willen des Herrn tut, bleibt in Ewigkeit. Und wir werden heute Dinge hören, die uns herausfordern werden. Denn das Wort Gottes ist immer herausfordernd. Und es war mir eine Last auf dem Herzen. Und schon lange bevor dieser Tag war, hatte ich dieses Wort im Herzen und habe aber erst jetzt gemerkt, es ist genau für den 01.01.2017. Wir stehen an dem Wendepunkt eines Ereignisses, was ja eigentlich schon gar nicht mehr so, sage ich mal, selten ist. Wir feiern das eine Jahr, verabschieden das eine Jahr und begrüßen das nächste Jahr. Und dennoch ist es immer wieder ein wichtiger Punkt. Das Jahr 2016 liegt hinter uns mit all seinen Tränen, aber auch all seinen Freuden. Und das neue Jahr hat begonnen und hat auch schon mit Freuden und Tränen begonnen. Und so denke ich, hat Gott eine Botschaft für uns an diesem neuen Scheideweg, an diesem neuen Punkt, wo es für uns nach vorne geht. Und der Text, den wir uns heute anschauen werden, spielt genau in so einem Kontext, wo das Volk Israel vor einem Wendepunkt stand. Ich predige heute mal wieder aus dem Alten Testament. Ihr seht also, mit mir geht es ja fast öfters ins Alte Testament als ins Neue. Eigentlich ist es ziemlich ausgewogen. Wir sind aber heute wieder im Alten Testament unterwegs. Josua, Kapitel 8, die Verse 30 bis 35. Josua 8, 30 bis 35. Und in dieser Woche der Predigtvorbereitung, wenn ihr da so ein bisschen so rüberruft, ist das nicht so gut. Entweder ihr setzt euch zusammen und übersetzt dann, aber rüberrufen ist nicht so. In dieser Woche der Predigtvorbereitung bin ich eingeschlafen des Nachts und wurde aufgeschreckt durch den Herrn in einem Traum. Und er hat ganz klar und deutlich zu mir gesagt, im Hinblick auf die Verkündigung und auf den Dienst der Verkündigung: Leben und Tod sind in der Gewalt der Zunge. Und wer seine Frucht liebt, der wird sie essen. So ist es für mich nochmal ein Stückchen mehr wirklich rütteln und schütteln hin zu der Ernsthaftigkeit des Wortes Gottes. Und darum geht es heute, um Lobpreis und um Gehorsam gegenüber dem Wort. Unser Predigttext finden wir in Josua 8, 30 bis 35, aber bevor wir die Verse lesen, möchte ich uns ein kleines Fenster geben, wo wir uns zeitgeschichtlich bewegen. Einen kleinen Einblick geben in den Kontext und was geschehen ist. Die Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens liegt nun jetzt hinter uns. Das Volk Israel wurde unter der Aufsicht von Mose aus Ägyptenland geführt. Und Gott hat verheißen, ich will euch in ein Land bringen, in dem Milch und Honig fließt. In ein verheißenes Land. Und Gott hat dann ganz präzise Anweisungen gegeben, was geschehen soll und wie es geschehen soll, wenn sie in das verheißene Land eingekehrt sind. Und Gott sprach zu Mose, wenn ihr über den Jordan gegangen seid, dann sollst du etwas tun, was ich dir gebiete, dass du tust. Und man liest dann beispielsweise im 5. Buch Mose 27, dort sind dann diese Anweisungen, die Gott Mose gab. Er sagt, an dem Tag, an dem ihr über den Jordan geht, sollt ihr das ganze Volk Israel im Tal Sichem zusammenrufen.
Das Tal Sichem bestand, ich habe da so ein kleines Bild mal gemacht, bestand zwischen zwei Bergen, einem Berg, der heißt Ebal, und einem anderen Berg, der heißt Gerizim. Und Gott sprach nun, wenn du den Jordan überquerst, rufe mir das Volk zusammen im Tal Sichem. Und dann sollte er da bestimmte Dinge tun. Er sagte dann, baue mir dort auf Berg Ebal einen Altar. Und wenn du mir dort einen Altar gebaut hast aus unbehauenen Steinen, über die noch niemand das Eisen geschwungen hat, dann teile die 12 Stämme Israels auf. 6 Stämme nehme und postiere sie auf dem Berge Gerizim. Und die anderen 6 Stämme, sprach Gott, postiere mir auf dem Berg Ebal. Und dann sprach Gott, du sollst mir dort opfern, auf Ebal, wo der Altar steht. Du sollst mir dort opfern und du sollst Heils- und Dank- und Friedensopfer opfern und du sollst dort auf diesem Berg fröhlich sein und vor mir essen. Aber er sagte auch, vom Berge Ebal sollst du, wenn das Gesetz, wenn das Gebot, das ganze Gesetz dem Volk vorgelesen wird, den Fluch verkünden. Und das Volk soll sprechen, Amen. Und vom Berge Gerizim sollst du den Segen verkünden. Und jedes Mal, wenn der Segen verkündet wird, soll das ganze Volk rufen, Amen. So, das waren die Anweisungen, die Gott seinem Volk gegeben hat, die nun stattfinden sollen. Und unser Predigttext ist jetzt genau hier. Wir spielen uns zeitgeschichtlich jetzt hier ab, genau in der Talebene, im Tal Sichem, zwischen Ebal und Gerizim. Das Volk ist nun aufgeteilt in 6 Stämme, 6 Stämme, und die sind dabei, Fluch und Segen zu proklamieren. Vater, ich danke dir für dein kostbares Wort. Rüttel uns und schüttel uns und brenn dein Wort in unser Herz, Herr. Schenk uns offene Ohren, Herr. Die Salbung, die uns alles lehrt. Augen, dich zu sehen, Herr. Ein gehorsames Herz. In Jesu Namen. Amen. Josua 8, 30 bis 35. Damals baute Josua dem Herrn, dem Gott Israels, einen Altar auf dem Berg Ebal. Wie Mose, der Knecht des Herrn, den Söhnen Israel geboten hatte, wie im Buch des Gesetzes des Mose geschrieben steht, einen Altar von unbehauenen Steinen, über die noch niemand ein Eisen geschwungen hatte. Und sie brachten darauf dem Herrn Brandopfer dar und schlachteten Heilsopfer oder auch Dankopfer in einigen Übersetzungen. Und er, das ist nun Josua, schrieb dort auf die Steine des Altars eine Abschrift des ganzen Gesetzes des Mose, die er vor den Söhnen Israel geschrieben hatte. Und ganz Israel sowie die Ältesten und seine Aufseher und seine Richter standen an dieser und an jener Seite der Lade den Priestern, den Leviten gegenüber, die die Lade des Bundes des Herrn trugen. Der Fremde wie der Einheimische, die eine Hälfte gegen den Berg Gerizim hin und die andere Hälfte gegen den Berg Ebal hin, wie Mose, der Knecht des Herrn, vormals geboten hatte, das Volk Israel zu segnen. Danach las er alle Worte des Gesetzes, den Segen und den Fluch. Ganz wie es im Buch des Gesetzes geschrieben steht, es war kein Wort von allem, was Mose geboten hatte, das Josua nicht der ganzen Versammlung Israels vorgelesen hätte, ebenso den Frauen, den Kindern und dem Fremden, der in ihrer Mitte lebte. Der erste Punkt, auf den ich uns aufmerksam machen möchte, ist dieser, dass Gott einen seltsamen Zeitpunkt geboten hat, ihn anzubeten und ihnen zu dienen. Ich bin davon fest überzeugt, dass die Geschehnisse, die sich hier abgespielt haben, keine widrigen Umstände, Zufälle oder irgendwas der Art sind oder Schicksal, sondern Gott hat es so bestimmt und Gott hat es so gewollt. Und das macht die Sache wirklich seltsam. Wir müssen uns das jetzt einmal vor Augen halten, was hier geschehen ist. Gott hat gesagt, dort wird eine Stadt sein, sie ist Jericho genannt und ihr sollt diese Stadt einnehmen. Und Gott hat ganz genau geboten, wie diese Stadt einzunehmen ist. Josua ist mit seinem Volk dann, mit dem Volk Israel, genau nach den Worten des Herrn gegen diese Stadt gezogen und hat diese Stadt eingenommen. Gott hat geboten, von dem Gebannten nehmt nichts.
Und dann, nachdem sie Jericho eingenommen haben, sind sie gegen Ai gezogen. Und auch Ai sollten sie einnehmen. Und sie haben nach anfänglichen Schwierigkeiten Ai auch eingenommen. Sie haben alle Männer und Frauen dort überwunden, den König gefangen genommen und haben alles in ihren Besitz genommen, ganz wie es der Herr geboten und verheißen hatte. Aber genau dann, auf dem Höhepunkt des Erfolges sozusagen, gebot Gott, den Krieg zu unterbrechen sozusagen, vom Schlachtfeld abzuziehen und das Tal Sichem aufzusuchen. Warum ist das seltsam? Ich meine, nach menschlicher und, sag ich mal, militärischer, taktischer Kriegsführung wäre es doch jetzt eigentlich gut, sich gegen die nächsten Städte aufzumachen. Ich meine, schmiede das Eisen, solange es im Feuer ist und glüht. Los, jetzt ist die Furcht vor uns auf das ganze umliegende Volk gefallen. Jetzt lass uns sie einnehmen. Doch Gott hatte einen anderen Plan. Gott hat gesagt, nein. Auf der Spitze eures Erfolges und auf eurem Triumphzug tut ihr etwas, was ich euch gebiete. Ihr betet mich an. Und das ist die erste Lektion, die wir für uns heute mitnehmen wollen. Egal, was dieses Jahr 2017 auch für uns bieten mag, egal in wie viele Kämpfe wir auch verwickelt sein werden und wie hart die Schlacht auch ausfallen mag, es ist wichtiger, dass wir erst einmal Gottes Angesicht suchen und ihn anbeten inmitten des Krieges. Auf menschliche Weise gesehen hätte Israel eigentlich weitermachen müssen mit dem Krieg. Aber Gott hat geboten, betet mich an. Und manchmal ist unser Menschenverstand uns hinderlich. Es wäre hier in diesem Sinne eine katastrophale Fehlentscheidung gewesen, wenn sie nach taktischen, militärischen Gründen den Krieg fortgesetzt hätten. Gott hat etwas gesagt und so sollten sie es tun, also haben sie es getan. Das Wort Gottes sagt an anderer Stelle, stütze dich nicht auf deinen guten und gesunden Menschenverstand, sondern auf all deinen Wegen erkenne den Herrn. Und so möchte ich dir auch sagen, was dieses Jahr auch bieten mag und wie hart die Kämpfe auch sein mögen und dein Verstand so oft auch noch schreit, zieh vorwärts und kämpfe. Nein, halt inne und preise und lobe den Herrn. Denn vor seinem Angesicht wirst du neue Kraft, neue Weisheit, neuen Mut finden und der Kampf wird im Lobpreis gekämpft. So war es hier. Und ihr Lieben, eine Lektion musste Josua lernen und die war schmerzlich. Dass sein Erfolg, seine Autorität und der ganze Segen und alles, was man unter dem Wort Segen zusammenfassen kann, abhängt von dem Gehorsam gegenüber dem geschriebenen Wort. Josua hatte das geschriebene Wort, das Gesetz des Herrn, das Mose ausgegeben hatte. Und Josua hat sich strikt an dieses Wort gehalten. Er ist nicht gewichen zur Linken noch zur Rechten. Und das war der Garant für seinen Erfolg. Josua hat es, wie gesagt, schmerzlich gelernt. Denn als sie aus Jericho gezogen sind, hat Achan etwas von dem Gebannten genommen. Und als Achan was von dem Gebannten genommen hat, war es so gewesen, dass Gott gesehen hat, was war, und Gott hat sein Volk daraufhin ins Unglück gestürzt. Als sie dann nach Jericho gegen Ai gezogen sind, hätten sie Ai eigentlich einnehmen müssen. Sie haben sogar noch gesagt, Josua, lass uns nicht mit der ganzen Stärke des Volkes ziehen, das sind wenige, es reichen 30.000. Aber an dem Tag sind 36 Israeliten gefallen und sie wurden bitterlich geschlagen. Warum? Weil das Wort des Herrn missachtet wurde. Und somit will ich uns sagen, einfach für das Jahr 2017, egal was uns unser Menschenverstand auch sagt, unser Segen, unser Erfolg, unsere Autorität für jeden Einzelnen, aber auch für uns als ganze Gemeinde, steht und fällt mit dem Gehorsam gegenüber dem Worte Gottes. Amen. Josua war hier völlig gehorsam. Josua hat bis ins kleinste Detail das Wort Gottes wortwörtlich und ernst genommen. Lass uns dieses Bild nochmal vor Augen führen. Vielleicht können wir das nochmal einblenden auch. Er führte das gesamte Volk Israel weg vom Schlachtfeld. Er teilte die 12 Stämme, 6 auf dem Berg Garizim, 6 auf Ebal. Und ganz genau hat Gott geboten, was sie dort tun sollen. Sie sollen den Segen und den Fluch dort verkünden. Und er baute einen Altar. Und er baute ihn nicht nach seiner menschlichen Weise, wie es ihm gut dünkte.
wie der Altar vielleicht hätte aussehen sollen, weil er ja vielleicht hübscher wirkt. Nein, er baute ihn genauso, wie Gott es geboten hatte. Aus ganzen Steinen, unbehauen, kein menschliches Werkzeug, kein Eisen soll über diese Steine gehen. Wie gewaltig und ehrfurchtgebietend muss dieses Szenario wohl gewesen sein? Ich meine, können wir uns das vorstellen? Dort ist nun das Volk versammelt. Keine 100, keine 200, vielleicht 200.000, 300.000 Menschen. Mit Frauen und Kindern, das Wort Gottes sagt, alle waren dabei, selbst die Fremdlinge waren dabei. Und dort waren sie nun, in der Talebene, im Tal Sichem, die Priester und die Leviten mit der Bundeslade. Und auf den beiden Bergen das Volk versammelt. Und jedes Mal, wenn Josua aus dem Gesetz vorlas, verflucht ist der Mann, der bei einem Mann liegt wie bei einer Frau, schrie das ganze Volk, Amen und Amen. Und jedes Mal, wenn er vorlas, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut, der nicht Fleisch zu seinem Arm macht. Und das ganze Volk auf Gerizim schrie, Amen, Amen. Wir müssen uns da hineinversetzen in diese Szenerie, die sich dort abgespielt hat. Ihr Lieben, ich möchte es einfach so mal sagen. Wenn auch wir nicht mitten im Kampf innehalten können, um Gottes Angesicht zu suchen, um ihn anzubeten, sollten wir uns nicht Anbeter nennen. Josua war absolut gehorsam. Was lesen wir im 1. Samuel? Dort steht geschrieben, hat Gott denn Wohlgefallen an Schlacht- und Brandopfern wie am Gehorsam? Nein, nein, nein. Gott hat mehr Wohlgefallen am Gehorsam als am Opfern. Manchmal denken wir so vielleicht, aber ich fühle, es muss jetzt so und so weitergehen. Aber ich denke mir, das müsste ich jetzt so machen. Und es ist keine Hilfe in Aussicht und ich nehme jetzt das Heft in meine Hand. Aber lass uns auf Gott warten. Wenn Gott nicht in der Sache ist, können wir machen, was wir wollen. Und es wird uns zum Schaden ausführen. Aber wenn er in der Sache ist, mag alles so aussehen, als würde es über uns hereinbrechen. Aber Gott wird sein Volk segnen. Amen. Und ihr Lieben, einzig und allein die Unwissenden werden uns dann gesetzlich nennen. Was ihr vertraut, ihr nehmt das Wort Gottes wörtlich. Ja, wir nehmen das Wort Gottes wörtlich. Und lass die, sag ich mal, Unmündigen, lass sie uns doch gesetzlich nennen. Und wir rufen aus, nein, das sind wir nicht. Das ist Liebe, was wir tun. Jesus hat gesagt, wer mich liebt, hält mein Wort. Ich bin nicht gesetzlich, ich liebe. Ich habe eine Liebe zu dem Worte Gottes. Zu dem offenbarten Schriftwort, welches in Christus Mensch wurde. Und Jesus hat gesagt, wer mich liebt, der hält meine Worte. Wir sind nicht gesetzlich. Diese Liebe zum Herrn Jesus Christus, gefunden im Gehorsam gegenüber seinem Wort, ist das Feuer der Leidenschaft für unsere Anbetung. Amen. Ich meine, was wollen wir vor Gottes Angesicht tun, wenn wir anbeten, wenn wir sowieso nicht gehorsam sind? Aber diese Liebe brennt in uns wie ein Feuer der Leidenschaft, weil wir ihm gefallen wollen, weil wir ihn lieben. Amen. Okay, ich möchte uns etwas weiterführen, hinein in die Anweisungen, die der Knecht Mose gab zu Josua, wie er verfahren soll. Dort ist noch viel mehr drin. Lass uns den Altar betrachten. Josua 8, 30 und 31. Damals baute Josua dem Herrn, dem Gott Israels, einen Altar auf dem Berg Ebal, wie Mose, der Knecht des Herrn, den Söhnen Israel geboten hatte, wie im Buch des Gesetzes des Mose geschrieben steht, ein Altar von unbehauenen Steinen, über denen kein Eisen geschwungen wurde. Und sie brachten darauf dem Herrn Brandopfer dar und schlachteten Heilsopfer. Okay, was hat es mit diesem Altar auf sich? Mose gab detaillierte, ich muss es immer wieder sagen, unser Gott gibt detaillierte Anweisungen für unser Leben in seinem Wort.
Das Wort Gottes ist nichts, was vage ist, was irgendwie so durch so eine Nebelwand gesehen wird und dann wird dann daran herumgedoktert und herumgedeutet. Im Gegenteil, in den letzten Seiten lesen wir, wer immer etwas zu dem Buch des Gesetzes hinzufügt oder weglässt, er sei verflucht. Das Wort Gottes ist präzise und wir sollten lernen, das Wort Gottes beim Wort zu nehmen. Okay, der Altar, wir wollen uns den Altar anschauen. Zuerst einmal der Ort, an dem der Altar stand. Auf dem Berg Ebal. Ist das nicht seltsam? Ich meine, das ist schon wieder seltsam. Wie würden wir die Dinge heutzutage tun? Wenn ich heute eine Liste rumgehen lassen würde und ich würde sagen, hey, bitte tragt euch mal ein, auf welchem Berg wollen wir unseren Altar bauen? Auf dem Berg des Fluches oder dem Berg des Segens? Ich glaube, 98% der Gemeinde würden sagen, hey, Sven, trag meinen Namen ein, ich gehe mit auf Gerizim, den Berg des Segens. Was wollen wir schon auf dem Berg des Fluchens? Aber ihr Lieben, wenn wir so denken, haben wir nicht verstanden, was es heißt, wenn das Wort Gottes sagt, der Altar wurde auf Ebal gebaut. Um ein bisschen Einblick dazu bekommen, muss man wissen, wozu ein Altar da ist. Ein Altar ist ein Opfertisch. Ein Altar ist ein Ort, an dem Opfertiere geschlachtet wurden, an dem das Blut vergossen wurde, um Vergebung von Sünden zu erwirken. Im Neuen Testament steht geschrieben, im Hebräer 9,22, und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Das heißt also, ohne den Berg des Fluches und ohne den Altar auf diesem Berg würde es keine Vergebung geben. Und deswegen hat dieser Altar auf Ebal seine Berechtigung und er ist sehr gut dort platziert. Und wir tun gut daran, nicht auf der einen Seite vom Pferd runterzufallen, weil wir immer meinen, nur der Segen, nur der Segen. Das ganze Wort Gottes mit Segen und Fluch ist uns gegeben. Und nach dem Willen Gottes war es dann so gewesen, dass ein Tier geopfert werden sollte. Und das Tier sollte dann genommen werden für den, der dort opfert. Und man sollte dann die Hand auf das Haupt des Tieres legen. Und in diesem Prozess und dieser Zeremonie wurde dann dem Tier sozusagen die Sünde übertragen. Das Tier wurde geschlachtet und durch das Blutvergießen wurde dann vor Gottes Angesicht Sühnung erwirkt. Die Bibel nennt dieses Prinzip Stellvertretung. Das heißt also, für den, der geopfert hat, wurde stellvertretend ein Tier geopfert, damit der berechtigte Fluch nicht auf den Kopf des Opfernden fällt, sondern es wurde abgewandt und auf das Tier gelegt. Das Tier wurde geschlachtet und das Blut hat dann sozusagen die Sünden gesühnt. Also was Josua hier nun tut, und ihr Lieben, Josua heißt auf Griechisch Jesus. Was Josua hier nun tut, ist, er geht auf den Berg des Fluches, auf Ebal, und er bringt dort Heils- und Friedensopfer dar. Und wir wissen, dass das Alte Testament ein Schattenbild hindeutend auf etwas viel Größeres ist. Was tat unser Jesus? Unser Josua, unser Jesus. Auch er ging auf den Berg des Fluches. Auch unser Jesus ging auf Golgatha. Und auf Golgatha stand ein Altar, das Kreuz des Christus. Und Christus hat sein eigenes sündloses und reines Blut dort am Stamme des Holzes auf dem verfluchten Hügel Golgatha für die Sünden der Welt vergossen. Dort am blutigen Stamm des Kreuzes ist das Prinzip der Stellvertretung für dich und für mich wahr geworden. Denn das Neue Testament sagt im Galater 13, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Das heißt, dir und mir galt dieser Fluch, denn du und ich, wir sind nicht in einem geblieben, was das Gesetz sagt, es zu tun. Doch dann hat Gott selbst das Prinzip der Stellvertretung angewandt
Und Gott selbst hat Jesus Christus für uns zum Fluch gemacht, damit wir die Gerechtigkeit empfangen, die vor Gott zählt, nämlich Jesus Gerechtigkeit. Denn es steht geschrieben weiter im Galater 3, 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Jesus hat dort am Kreuz deinen und meinen Platz eingenommen. Jesus wurde zum Stellvertreter und er hat dort als Sündloser und Gerechter den Platz des Sünders und Ungerechten eingenommen. Was Josua auf Ebal tat, hat Jesus für uns auf Golgatha getan. Er hat den berechtigten, gerechten, zu Recht ausgesprochenen Fluch auf sich genommen. Und weil er selbst ohne Tadel und ohne Fehler und ohne Sünde erfunden war, denn auf seinen Lippen wurde kein Trug gefunden, konnte Gott uns seine Gerechtigkeit anrechnen. Aufgrund des Glaubens und nicht aufgrund der Werke. 2. Korinther 5, 21 steht geschrieben, den, der Sünde nicht kannte, hat er, Gott selbst, Gott, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Lieben, das ist das Prinzip der Stellvertretung. Sehen wir, wie eng verwoben mit dem alten Bund des Gesetzes und den Opfern, die dort gegeben wurden, wie verwoben das ist, was für uns auf Golgatha geschehen ist. Gott macht für uns, hör zu, Gott macht für uns. Nimm das mit für dieses Jahr. Ich weiß, wenn wir das reflektieren und das ein bisschen spiegeln, das Jahr 2016 war für viele ein unheimlich anstrengendes Jahr. Aber nimm das mit für 2017, für dieses neue Jahr. Dass Gott den Ort des Fluches für uns zu einem Ort der Freude machen kann. Gott kann den Ort des Fluches für uns zum Ort der Freude machen. Warum sage ich das? Mose hat geboten, 5. Mose 27, 7, und du sollst dort auf Ebal Heilsopfer opfern und dort essen und dich vor deinem Gott freuen. Unser gesunder Menschenverstand würde uns wieder sagen, aber Sven, wie geht das? Wie kannst du dich inmitten des Fluches, inmitten dort auf dem Berg Ebal, wo der Fluch ausgerufen wird, wie kannst du dich da freuen? Na, wie wir es eben gerade schon beobachtet haben, indem wir erkennen, was dort für uns geschah. Als der Sünder, der unter seiner Sündenlast fast erdrückt wurde, frei wurde von der Sünde und von dem Fluch, der auf ihn lastete, da kam Freude in sein Leben. Amen. Ich meine, wir müssen das von dieser Seite sehen. Durch unsere Sünde haben wir den Fluch verdient. Durch unsere Sünde haben wir den Tod verdient. Durch unsere Sünde haben wir den gerechten Zorn unseres gerechten Gottes verdient. Aber durch Jesus Christus wurden wir frei von dem Fluch. Und durch Jesus Christus wurde Vergebung unser. Und durch Jesus Christus können wir am Ort des Fluches zu einem Freudentanz übergehen. Das geht nur in Christus. Und auf Ebal war große Freude, ihr Lieben. Auf Ebal war große Freude. Und war das nicht die erste Predigt unseres Herrn Jesus Christus, als er in der Synagoge öffentlich auftrat und die Buchrolle in die Hand nahm? Und er las aus der Buchrolle vor. Was hat er dort gesagt? War es nicht genau das, was Mose zuvor geboten hat? Sie sollten sich freuen. Jesus hat vorgelesen, denn der Geist des Herrn der Herrscharen ist auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind. Glaubt ihr nicht, dass da Freude ist, wenn gebrochene Herzen verbunden werden, direkt oben auf Golgatha, unserem Ebal? Er sagt, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten, hört zu, ihr Lieben, zu trösten!
zu trösten. Alle Trauernden, den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Ihr Lieben, ich kann mir wirklich keinen besseren Ort der Freude vorstellen als Golgatha, wo der Fluch von uns genommen wurde. Du gabst mir Schönheit statt Asche, Freudenöl statt Trauer. Du gabst Lobgesang für einen betrübten Geist. So sind wir Bäume der Gerechtigkeit, die Pflanzung unseres Herrn, dass er verherrlicht wird. Ihr Lieben, Ebal ist uns zur Freude geworden. Halleluja. Amen. Und so möchte ich dir sagen, komm, komm, wenn du noch nicht bei Christus bist, komm, o Sünder, und fliehe hin zum Kreuz. Fliehe hin zu diesem Jesus, damit auch du eine Pflanzung des Herrn wirst, damit auch dein Trauergewand in den Mantel des Lobpreises gehüllt wird, damit auch der Geist des Schwermutes von dir genommen wird und Gottes Geist dich erquicken kann. Komm, o Sünder, und flieh hin zu Christus und halt fest an ihm. Okay, wir gehen etwas weiter. Wir haben uns den Ort des Altars angeschaut und haben gesehen, dass der Ort richtig ist. Ebal ist richtig. Amen. Auf Gerazim braucht kein Altar stehen. Ebal ist richtig. Dort steht der Altar Gottes. Okay, lass uns die Beschaffenheit des Altars anschauen. Gott hat nicht nur zu dem Ort des Altars genaue Anweisungen gegeben, sondern Gott hat genaue Anweisungen zu der Beschaffenheit des Altars gegeben, wie der Altar gebaut werden soll. Ihr werdet heute lernen, dass das Wort Gottes wortwörtlich zu nehmen ist. Ja, lass sie dich doch Kleinkrämer nennen. Wir sind christliche, gläubige Kleinkrämer. Und wir halten fest an diesem Wort. Amen. Okay, was sagt uns das Wort aus unbehauenen Steinen, über die noch niemand das Eisen geschwungen hat, soll dieser Altar gebaut sein? Was heißt das? Ein Altar von unbehauenen Steinen, über den man noch kein Eisen geschwungen hat. Das heißt ganz einfach, dass dieser Altar zuerst einmal ganz anders war als die Altäre, die wir in der katholischen oder in der evangelischen Kirche heutzutage finden. Dort finden wir die Altäre, die geschmückt sind, die schön sind, die verziert sind, die wunderbar und prächtig aussehen, die mit viel Blattgold behangen sind. Aber das war nicht in Gottes Plan. Gottes Altar sollte einfach sein, Gottes Altar sollte funktionell sein und er sollte dem Zwecke Gottes dienen, zu dem er bestimmt ist. Aber ein anderer, viel wichtigerer Punkt ist folgender. Die Erlösung und Errettung in Jesus Christus ist nicht das Werk eines Menschen, denn kein Mensch hat sein Eisen darüber geschwungen. Dieser Altar sollte nicht das Werk eines Menschen sein. Dieser Altar sollte nicht das selbstsüchtige, egoistische Werk eines Menschen sein, der sich daran lehnt und sagt, das hat meine Hand geschaffen und das habe ich erbaut. Erlösung ist durch Gott. Erlösung ist für Gott. Erlösung ist in Gott. Und war nicht Jesus genau wie dieser Altar ganz einfach und ganz simpel? Ihr Lieben, was hat der Prophet über Jesus gesagt? Von ihm steht geschrieben, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Oh, wir sehnen uns nach den Altären dieser Welt. Oh, die sind so prächtig. Die funkeln und schillern in ihrem Gold. Aber Jesus hat nicht gefunkelt und auch nicht geschillert. Jesus kam in Knechtsgestalt. Jesus kam in Knechtsgestalt zu uns. Gott hätte auch sagen können, ich möchte, dass mein Sohn Jesus in den Palästen dieser Welt gesehen und empfangen wird. Aber Gott hat es anders gemacht. Gott hat gesagt, in einer Krippe soll er geboren werden. Sieht nicht schön aus. Dieser Altar sollte keine schönen Verzierungen haben.
Und dieser Altar sollte rau, ich sag's nochmal, einfach und funktionell sein. Und ihr Lieben, genauso wie der Altar auf Ebal errichtet wurde, ohne menschliches Hinzutun und ohne dass ein Mensch sein Werkzeug dafür benutzt hat, genauso hat Gott das Kreuz auf Golgatha aufgerichtet. Ist das Kreuz nicht verachtet in dieser Welt? Ein römisches Tötungsinstrument? Er hätte doch auf so viel stilvollere Art und Weise sterben können, so viel heldenhafter und ruhmesreicher, oder nicht? Nein. Gott will uns sagen, dass die Erlösung kein Menschenwerk ist. Es gibt eine Hymne, ein Choral, ein Glaubenschoral, der immer wieder in meinem Herzen ist, wenn ich diese Dinge im Wort sehe. Er ist auf Englisch, ich lese ihn euch mal vor, die paar Strophen. Dort steht, nothing in my hands I bring, simply to the cross I cling. Naked come to thee for dress, helpless look to thee for grace. While I to the fountain fly, wash me, Savior, or I die. Das heißt, nothing in my hands I bring. Also nichts bringe ich in meinen Händen. Aber zum Kreuz, da komme ich und da klammer ich mich fest. Ich halte mich ans Kreuz fest. Mit nichts in meinen Händen, kein Eisen, kein Werkzeug, das für meine Erlösung zuständig wäre, bringe ich mit. Ich halte mich nur ans Kreuz fest. Und dann sagt er, naked come to thee for dress, nackt, ich komme nackt zu dir und halte Ausschau nach deiner Gnade, dass du mich kleidest. Und dann sagt er, helpless look to thee for grace, hilflos bin ich, aber ich halte Ausschau nach deiner Gnade. While I to the fountain fly, und während ich noch zu der Quelle des ewigen Lebens hineile, hinfliehe, rette mich, o Erlöser, oder ich sterbe. Das ist das Bild, was uns das Wort Gottes an allen Ecken und Enden gibt. Du und ich, wir sind tot ohne Jesus. Wir sind tot. Und ein Toter kann nichts tun. Du kannst nichts zu deiner Erlösung erwirken. Der Prophet Jesaja hat einmal gesagt, wir sind allesamt geworden wie Unreine. Und unsere besten Werke sind wie dreckige Lumpen. Nichts können wir tun. Warum können wir nichts tun? Weil Gott in Christus schon alles getan hat. Diesem Werk braucht nichts mehr hinzugefügt zu werden. Menschliches Eisen und Werkzeug braucht darüber nicht geschwungen werden, ihr Lieben. Denn aus Gnade seid ihr rettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Amen. Wer sich aber rühme, der rühme sich des Christus. Und ihr Lieben, weil dieser Altar, dieses Kreuz und die Erlösung in Christus und die Person Jesu Christi so einfach und so simpel ist. Ich meine, wir müssen uns das mal vor Augen halten. Diese ganze Welt geht geradewegs auf die Hölle zu, weil sie immer nur nach dem Spektakulären, nach dem Herausragenden und Aufregenden Ausschau halten. Und weil diese Welt völlig infiziert ist von Hollywood, sehen sie die Schönheit im Angesicht des Kreuzes und die Schönheit im Angesicht unseres Herrn Jesus Christus nicht mehr. Aber wenn ich euch einfach fragen würde, weil ich euch kenne, da weiß ich, ihr würdet mir alle antworten, wie viel Schönheit ihr in diesem rauen Kreuz findet. Ich weiß, jeder einzelne von euch würde anfangen zu schwärmen, wie viel Liebe er für diesen Heiland empfindet, der zerschlagen wurde um unserer Missetaten willen, den die Welt verachtet, weil er ihnen zu einfach ist, den die Welt verachtet, weil er ihnen zu schmutzig war, den die Welt verachtet, weil er ihnen zu arm war, den würdet ihr nicht mehr loslassen für nichts in dieser Welt, würdet ihr ihn hergeben, den Mann der Schmerzen, der unsere Sündenlast trug. Und das Kreuz würdet ihr für keinen Altar auf dieser Welt eintauschen. Dieses raue Kreuz, wo sein Blut floss. Warum? Weil wir jetzt wissen, was richtige und echte Schönheit ist. Amen. Amen. Und weil die Welt ihn nicht erkennt, ist eben gerade dieser Jesus, unbehauen. Über Jesus wurde kein Eisen geschwungen. Dieser Jesus ist nicht das Konstrukt eines Menschen oder die Planung oder das Konzept eines Menschen. Darum ist er so verlästert und verlacht in dieser Welt. Aber wisst ihr was?
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, eben dieser Stein, über den noch kein Eisen geschwungen wurde, ist zum Eckstein geworden, auf dem das ganze Fundament unserer Erlösung steht. Und es ist unverrückbar, es steht fest. Okay, wir gehen weiter. Wir haben uns angeschaut, wie der Altar aufgebaut wird, wo der Altar aufgebaut wird. Wir haben uns angeschaut, wie er beschaffen ist. Und nun gehen wir in ein nächstes Detail. Es ist nicht mehr viel. Gott wird ein Zeitwunder wirken. Was sagt uns das Wort noch weiter? Nicht nur sagt hier das Wort und gibt präzise Anweisungen über den Ort des Altars und über die Beschaffenheit des Altars, sondern das Wort geht weiter und sagt Josua etwas, was er mit diesem Altar tun soll. Nämlich, Mose hat geboten, eine Abschrift des ganzen Gesetzes sollst du auf den Altar schreiben. Warum? Lass uns Fragen stellen. Warum hat Gott gesagt, ich möchte, dass du das ganze Gebot, das ich dir gegeben habe, das Mose niedergeschrieben hat, ich möchte, dass du es auf die Steine des Altars schreibst? Da gibt es einen Grund für. Mose hat geboten im 5. Mose 27, 8. Und auf die Steine sollst du alle Worte dieses Gesetzes deutlich und sorgfältig schreiben. Und Josua, von ihm lesen wir dann in unserem Predigttext in Vers 32, 34 und 35. Und er schrieb dort auf die Steine eine Abschrift des Gesetzes des Mose, die er vor den Söhnen Israel geschrieben hatte. Danach las er alle Worte des Gesetzes, den Segen und den Fluch. Ganz wie im Buch des Gesetzes geschrieben steht. Es war kein Wort von allem, was Mose geboten hatte, dass Josua nicht der ganzen Versammlung Israels vorgelesen hätte, ebenso den Frauen, den Kindern und dem Fremden, der in ihrer Mitte lebte. Josua schrieb nun also eine komplette Abschrift des Gesetzes Gottes auf den Altar. Es war eben gerade dieses Gesetz, das die Kinder Israels verfluchte. Denn jeder von den Kindern Israels hat immer und immer wieder gegen eben dieses Gesetz rebelliert. Man muss sich das also so vorstellen. Josua schreibt das ganze Gebot des Herrn auf den Altar. Und während er auf den Altar schreibt, schreit das ganze Gebot, ihr seid schuldig. Schuldig, schuldig, schuldig in allen Anklagepunkten. Schuldig. Warum? Wie gesagt, Gott hat gesagt, verflucht ist, wenn nicht in allem bleibt, was das Gesetz sagt, es zu tun. Doch dann geschah etwas Wunderbares, ihr Lieben. Passt gut auf, weil das ist so wichtig für das Verständnis, wie wir erlöst wurden. Ihr Lieben, wir haben eingangs vom Lobpreis gesprochen. Und ich wage zu behaupten, dass echter Lobpreis nur mit einem Verständnis zustande kommt, was auf Golgatha geschah. Ich meine, was ist sonst der Dreh- und Angelpunkt? Was ist denn der Inhalt unseres Lobpreises? Wenn wir verstehen, dass wir Verfluchte waren, Christus aber für uns zum Fluch wurde, dass der Heilige Israels, der von keiner Sünde wusste, sein heiliges Blut für uns vergossen hat, damit wir, die wir schuldig waren, frei werden und er, der unschuldig war, für uns in den Gerichtsstand Gottes berufen wird. Ihr Lieben, darin ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Lobpreises überhaupt gefunden. Okay, wir sind bei der Abschrift des Gesetzes auf den Steinen des Altars. Ich habe eben schon gesagt, das Gesetz, das Josua dort aufschrieb, verklagte sozusagen die Kinder Israels fortwährend. Doch dann geschah etwas. Und sie brachten auf dem Altar dem Herrn Brandopfer dar und schlachteten Heilsopfer. Was heißt das? Sie schlachteten Heilsopfer. Das heißt, dass dort auf dem Altar, auf dem das Gesetz Gottes geschrieben war, dort auf dem Berg Ebal, auf dem Berg des Fluches, dort, wo das Gesetz sie aufgrund ihrer Sünde rechtmäßig verflucht hat, dort hat Josua
auf den Altar Heilsopfer geopfert. Und was war dann gewesen? Gott hat gesagt, wie sie opfern sollen. Sie sollen das Blut des Tieres nehmen und sie sollen das Blut auffangen in einer Schale. Und dann sollen sie mit der Schale auf den Altar gehen oder an den Altar herantreten und sie sollen das Blut über den Altar sprengen. Und was hat dann das Blut getan? Während das Gesetz sie noch verklagte und schrie, schuldig, 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 floss das Blut an dem Altar runter und das Blut bedeckte das Gesetz, das noch schrie, schuldig, schuldig, schuldig. Und das Blut erwirkte Sühnung und sprach, vergeben, vergeben, vergeben. So gibt es ohne Blutvergießen denn keine Vergebung der Sünden, sagt das Wort. Das Blut des Opfertieres floss den Altar herunter und bedeckte die Anklageschrift des Gesetzes Gottes. Gott blickte in diesem Moment nicht mehr voller Zorn auf den Opfernden, sondern Gott blickte in diesem Moment wohlwollend und gnädig auf den Opfernden, denn der Fluch, den Gott ausgerufen hatte über den Menschen, ging nun auf das Opfertier und der Opfernde war sozusagen frei von seiner Schuld. Nun ist an der Sache ein kleiner Haken. Du und ich, wir kennen den Hebräerbrief und es steht geschrieben, so kann nun das Blut von Böcken und Stieren keine permanente und ewige Vergebung von Sünden erwirken. Aber das sollte es zu diesem Zeitpunkt auch nicht, denn genau wie bei dem Bau des Altars war hier dieses ein Schattenbild hindeutend auf etwas viel Größeres. Und ihr Lieben, ich möchte euch sagen, was geschah auf Golgatha. Dort auf Golgatha ist das endgültige und letzte Opferlamm Jesus Christus auf den Berg des Fluchens gestiegen, auf Golgatha, unserem Ebal. Das Gesetz, das er in jedem Punkt erfüllt hat, das aber die ganze Welt schuldig spricht, das hat er in seinem Leben und an seinem Leib erfüllt. Und als er dort geopfert wurde, floss sein Blut am Stamm des Holzes herunter. So wie das Blut auf Ebal über den Altar floss, so floss das Blut Jesu Christi am Stamm des Holzes herunter. Und er hat die Anklageschrift, die in Satzungen gegen uns bestand, dort ans Kreuz geheftet und sein Blut hat für uns gesühnt. Das Gesetz, das dich schuldig gesprochen hat, hat er an seinem Leib sozusagen durch sein Blut, er hat für unsere Sünden gesühnt und sein Blut hat das Gesetz bedeckt. Und nicht mehr hört Gott, wenn er uns sieht, schuldig, schuldig, schuldig. Sondern wenn Gott jetzt auf uns blickt, sieht er das Blut seines Sohnes an uns. Und das Blut seines Sohnes spricht Besseres als das Blut Abels und das Blut von Böcken und Lämmern. Und spricht Besseres als die Anklageschrift des Gebotes. Es spricht vergeben. Dir ist vergeben aufgrund des Blutes Jesu Christi. Und als er dort am Holz ausrief, es ist vollbracht, wurde kein anderes, weiteres Opfer mehr nötig, denn er hat alles getragen. So nimm das mit für dieses neue Jahr. Sei in diesem Bewusstsein, begehe dieses Jahr in diesem Bewusstsein, Jesus hat alles am Kreuz getragen. Jesus hat unsere Schuld gesühnt. Jesus hat unseren Gerichtsstand eingenommen. Jesus hat unseren Platz am Holz eingenommen. Jesus hat den Fluch auf sich genommen. Jesus hat den Kelch des Zornes aus der Hand des Vaters genommen, hat ihn ganz ausgetrunken, damit du ihn nicht trinken musst. Im Gegenteil, er hat nicht nur den Kelch des Zornes aus deiner und des Vaters Hand genommen und selbst getrunken. Er hat dir und mir auch noch einen Kelch der Freude gegeben. Denn im Tal der Tränen und des Todesschattens bereitest du mir einen Tisch im Angesicht meiner Freude. Und mein Becher, er fließt über. Er hat den Becher nicht nur genommen, sondern er hat ihn ausgetauscht. Damit wir inmitten einer verfluchten Welt, die gleich Ebal kommt, tanzen und jubeln können. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht wunderbar? Da sagt uns das Wort, dieser aber, Jesus. Dieser Jesus hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht.
und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Denn mit einem Opfer, hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Ist das nicht wunderbar? Jesus hat es vollbracht. Es ist vollbracht. Er hat den Sieg. Satan ist besiegt, die Macht des Todes niederlegt. Jesus ist Herr. Amen. Wir sind am Ende und ich möchte euch einfach ermutigen. Warum machen wir es heute nicht einfach so in diesem Gottesdienst? Dass wir uns neu festlegen in Christus. Dass wir einfach sagen, ja, ich will das, was auf Golgatha geschah, für mich ganz in Anspruch nehmen. Habe ich auch vielleicht letztes Jahr noch in einigen Dingen, sag ich mal, nach meinem eigenen Menschenverstand gelebt und geurteilt, so möchte ich aber heute am Beispiel Josuas und gleichermaßen Jesus, der im vollen Gehorsam war, sag ich mal, der im vollen Maß gehorsam war gegenüber dem Vater, dass wir auch in diesem Jahr einfach sagen, nein, ich möchte gehorsam sein. Ich möchte dem Herrn wirklich folgen. Ich möchte ihm nachgehen. Meinem Hirten möchte ich nachgehen. Und ich will tun, was er sagt. Warum wollen wir uns nicht heute festlegen einfach? Warum wollen wir nicht einfach sagen, ja Herr, das ist, was ich tun will. Ja Herr, ich will das Alte abstreifen und will mich ausstrecken nach dem, was vor mir liegt. Und ich will dein Wort beim Wort nehmen. Amen. Lass uns das machen. Amen. Vater, wir danken dir für dein kostbares Wort, das uns Ratschluss ist zu jeder Zeit, das uns Ratschluss ist immer da, das uns Richtung und Weisung gibt. Vater, selbst wenn um uns herum alles dunkel ist, sag dein Wort nicht von sich selbst, es ist eine Leuchte für meinen Fuß und erhellt meinen Weg. Und so bitte ich dich, Vater, komm und pflanze du dein Wort immer wieder tief in unser Herz und gib uns ein gehorsames Herz und einen willigen Geist zu tun, was dein Wort uns sagt. Halte uns immer neu, immer wieder vor Augen die Gnaden des Kreuzes und lass uns sehen, was dort auf Golgatha geschah, sodass deine Liebe uns mehr und mehr überwindet, Vater. Wir preisen dich für Jesus Christus. Und so wollen wir dir dieses Jahr hinlegen. Wir wollen dir dieses Jahr 2017 hinlegen und wir bitten dich, komm, Vater, komm. Komm und offenbare dich. Komm und zieh uns näher zu dir, hin zu dir, Vater, in deine Gegenwart. Wir danken dir. In Jesu Namen. Amen.